das Horoskop der Sozialdemokratischen Partei Deutschland stammt noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Das Gründungs- oder Geburtshoroskop wurde am 27. Mai 1875 um 21.45 Uhr in Eisenach gegründet. Es kam dann noch das Godesberger Programm vom 11. bis 15. November 1959 hinzu, wo sie sich von einer Volkspartei, von einer Arbeiterpartei zur Volkspartei umdefiniert haben. Sie haben immer an Kriegen mitgemacht, also zum letzten Mal nach 1945. Belgrad bombardiert unter Schröder und dem grünen Fischer. Und vorher alles aufzuzählen wäre jetzt zu viel. Im Moment, dieser Mars da im ersten Haus, er geht geht ins siebte Haus zu der Werbung und zur Unterstützung der Jungsozialisten, sogenannten, also der Antifanten, die Geld bekommen für Demonstrationen und ganze Dörfer verrückt zu machen und die AfD zu bedrohen und zu beschmieren und rhetorisch und körperlich gewaltsam zu behindern und verhindern. Und natürlich gehören da auch die Quäker in den Studios, also in den TV-Studios dazu. Also wie dieser, ja, also der Namen sind viele da. Man muss sie nicht alle aufzählen. Sie sind aggressiv, Mars im ersten Haus, im Steinbock und bekämpfen sich dadurch, Steinbock ist Saturn, bekämpfen sich dadurch selber. Also es gibt eine Mars-Saturn-Verbindung. Der Saturn steht hier unten und der Mond läuft von ihm weg. Also das Volk schuftet und wird eigentlich nur mit Verordnungen und Befehlen und Strukturen, sogenannten, von Saturn, also von Ordnungshütern und Macht haben und Macht halten, zurückgehalten und dirigiert und manipuliert. Denn man sieht jedes Mal, wenn der Mond dann da hier rüberkommt, also hier durch, ist das Volk enttäuscht. Venus, Neptun. Die Venus auch ne nach Neptun hat den Neptun überlaufen. Im Propagieren sind sie aber gut. Da ist die Sonne im Journalisten, im Medienzeichen, Zwilling, im sechsten Haus. Da geben sie sich sehr sozial. Aber das Volk muss krampfen, also wird unterdrückt, ist im fünften Haus. Das ist korrespondiert mit dem achten und wird sehr an die Kandare genommen. Und es ist eigentlich nicht viel zu erwarten von dieser Partei. Trotzdem hat sie sich mit dem Slogan Arbeiterpartei und dann Volkspartei, also sozialdemokratisch, das heißt ja eigentlich, das ist eine Tautologie, sozial ist demokratisch oder demokratisch ist sozial, sonst stimmt beides nicht. Das ist übrigens auch bei der CDU und CSU so, also christlich. Ist demokratisch oder Demokratie ist christlich. Ich kenne keine anderen Demokratien, richtige.
die sich nicht christlich nennen würden. Und christlich ist demokratisch und demokratisch ist christlich. Also sie arbeiten da mit unsinnigen Begriffen, die natürlich ganz, ganz viel sagen sollen. Also zwei, drei Worte sollen da ganz viel aussagen. Das Volk arbeitet wie verrückt im fünften Haus, das korrespondiert mit dem achten Haus. Pluto wird unterdrückt hier durch eben diese Medien da mit dem Merkur exakt am Deszendent. Man kann davon ausgehen, dass dieses Horoskop Aszendent und MC-mäßig stimmt, weil die Zeit verbirgt ist. Es ist also ein altes Horoskop, 1875. Und ich habe mich gefragt, warum die im März dieses Jahres mit der Bombenkonstellation, also Superkonstellation, ich mache jetzt mal solche Begriffe, die Sonne lief ja von hier auf den Jupiter. Und dass man mit Sonne Jupiter an Wahlen verliert und das in einem erheblichen Maß, das ist natürlich schon erstaunlich, weil eine Sonne-Jupiter-Konstellation, die müsste eigentlich ohne groß hinzuschauen alles bringen. Umgekehrt hat ja die Merkel, die Frau Merkel, eine Jupiter-Sonne-Konstellation. Also der Jupiter ist bei ihr außen, hier, und die Sonne innen. Aber sie hat ein Quadrat zu Neptun. Ich zeige das einfach so hier, als wäre es das. Aber es ist natürlich anders. Aber einfach, sie hat den Jupiter auf ihrer Sonne, also sagen wir auf der Sonne da, also dass die gehört aber der SP, mit den Sozialdemokraten, und hat ein exaktes Quadrat dazu von Neptun, und dann nützte der Jupiter nichts mehr. Hier aber muss man sich fragen, da ist ja kein Quadrat, der Mars ging schon vorbei, ist schon etwa 3 Grad drüber, und selbst wenn der Aszendent jetzt hier wäre, weil es ein paar Minuten differieren würde beim Geburtshoroskop, also beim Gründungshoroskop, würde das eigentlich nicht ins Gewicht fallen. Der Jupiter ist hier, der ist auch nicht extrem beschädigt, aber er ist beschädigt durch Mars-Saturn. Hier sehen Sie Mars und Saturn, und diese Linie da ist Mars und Saturn. Und die beschädigt im Quadrat den progressiven Jupiter. Und so konnte der Geburtsjupiter hier eben auch nicht das Gelbe vom Ei bringen. Trotzdem, dass sie teilweise hinter eine ganz neue Partei, die es erst 3 Jahre gibt, sank, ist unverständlich. Allerdings wieder eher begreiflich, wenn man denkt, dass sie anstatt inhaltlich zu kämpfen und diesen Jupiter zu benutzen, eben Geld verteilen auf diesen Mars und auf diesen Merkur für propagandistische Zwecke. Dann ist das natürlich abgedeckt, man kann nicht alles haben. Also würden sie inhaltlich arbeiten und nicht Mob und Dreck und Pack herumschreien, was sie den anderen, der AfD, unterstellen, dann hätten sie diese Wahlen gewinnen müssen. Also ging ja nicht um einen absoluten Gewinn, sondern es ging einfach um Zuwachs oder um Verluste. Und diese Verluste, die haben sie zur Genüge erhalten. Ich habe das gesagt hier unten, dass der Mond ein ganz trauriger Abendmond ist bei Saturn, also ein Mond, der das Volk, oder das Volk, das
alte Leute sind und dass die manipuliert werden und dann bei Neptun, Venus enttäuscht sind und immer wieder neue Merkur hier, neue Slogans vernehmen und versprechen und dann wird trotzdem in den Krieg gezogen und als Arbeiterpartei oder Volkspartei, ich weiß ja nicht, als welche Partei man sich erlauben darf, die Armen noch ärmer zu machen, Saat und Mond, und trotz Waffenlieferanten und Waffenexporten nur die Bankster zu berücksichtigen und die leben zu lassen und die anderen zu erschweren oder zu zertrampen oder wie sie jetzt das Gesicht zeigen mit der AfD, wo es ja Bürger dabei hat, ja, dass sie die Mittelklasse und bis ganz tief runter zu den Arbeitslosen nichts unternehmen und nie, nie, nie etwas unternommen haben, dass man sagen könnte, es hat sich dann etwas geändert. Schauen Sie das Horoskop mal kurz an. Das ist Mars Saturn hier. Natürlich stand der im März auch ungefähr so. Der läuft ja sehr wenig. Ja, das ist Mars und das ist Saturn. Und das ist die Halbsumme, der rote Strich hier. Und der steht, ich habe hier Quadrate eingestellt. Also wenn man so macht, ja, steht der exakt auf dem progressiven Jupiter. Es gibt dann Mars, Saturn, Jupiter. Oder Jupiter, Saturn gleich Mars. Jupiter, Saturn wäre Politik und das mit Gewalt Mars erzwingen wollen. Also Siege, Erfolge erzwingen wollen. Nun, um das anzuschauen, gehen wir noch in den Vierteiler und in andere. Hier haben Sie Saturn, Uranus während dieser Zeit erhalten. Der Saturn da lief hierher, rückläufig, ja, bis hierher. Und der Uranus lief da nach rechts und dann unten durch und ist jetzt beim progressiven Saturn. Saturn, Uranus. Diese Konstellation nennt man das Unvereinbare überhaupt. Das heißt, es muss aus altem Saturn Neues gemacht werden, Uranus. Und das steht Ihnen, ich mache hier schnell Jahre, in den nächsten Jahren bevor. Hier ist es exakt ab 1921. Ist es ganz exakt, da ist sogar noch der Uranus dann darauf, aber das spielt jetzt keine Rolle. Diesen Tag kann man nicht aussuchen und um das geht ist es auch nicht. Es ist im Jahr 2020, 21 und dann noch länger natürlich. Das dauert Jahre, oder? Uranus, Saturn. Und da müssen Sie die SP mit absoluter Sicherheit renovieren. Also reorganisieren. Nun sind ja, wie ich das im Video der sieben Planeten, die alle umkehren in diesem Jahr, sprachlos dort mit Zeichnungen gezeigt habe, unter dem rückläufigen Mars bereits alles Dinge vorgefallen, die man wiederholen musste. Also man hat gehandelt und musste das wieder rufen. Also das war zum Beispiel, ich sage hier nur ein paar Beispiele, das geht aber auch im Kleinen individuell bei Ihnen. Also das ging bei mir, aber das ging bei jedem, den ich kenne, er hat so etwas. Oder mehrere Dinge, die natürlich nicht so gewichtig sind.
Aber das, was alle wissen, ist zum Beispiel, dass die Wahlen unter rückläufigem Maß in Österreich den Bundespräsidenten gezinkt waren oder einfach nicht ordnungsgemäß abgelaufen sind. Die müssen wiederholt werden oder das Prozedere muss untersucht werden, ob es eine Wiederholung gibt oder nicht. Also dass der Bundespräsident ist im Moment nicht gewählt worden, ist im Moment nicht einfach, er kann nicht vereidigt werden. Er sogar dieser Van der Bellen, der sich darauf, ich möchte sagen, ich habe über Jahre beobachtet, draufgeschleimt hat, hat jetzt auch wenigstens seine Reise mit dem neuen Kanzler abgesagt. Ja. Dann kam die Russensperre der Leichtathleten, die auch wieder zurückgezogen und dann wieder eingelenkt wurde, also wieder verordnet wurde. Von den Leichtathleten ging es dann zum gesamten Team, russischen Team und so weiter. Dann haben sie in Rumänien stationiert, was auch wieder mit Sicherheit, das wissen nicht einmal die Rumänen, was dort drin ist, noch Folgen haben wird. Dann haben sie, hat die Merkel in Berlin Punkte aus dem Programm oder aus dem der Anschauung der AfD übernommen. Also das ist auch eine Rückläufigkeit. Also sie hat die Regierung hat übernommen, was sie eigentlich in den Talks verschmieren lässt von den Antifanten und was sie selber von den Journalisten, da gibt's auch Antifanten drunter, verbale Antifanten zerreißen lässt, hat sie propagiert sie jetzt selber und gibt das als ihren, als wäre es auf ihrem Mist gewachsen aus. Das ging dann so weit, dass jetzt auch eine Abmachung oder wie sagt man, Gespräche mit dem türkischen Kalifen da, mit dem Erdogan, auf der Kippe sind. Der kann da drohen und erpressen und da mussten sie auch, da wurde auch gebremst von einigen Vernünftigeren und hinterfragt und das Volk ist nicht einverstanden, die Wähler, also die sogenannten ungeübten Wähler, die alle 4 Jahre mal an die Urne geschickt werden, um ein Kreuz zu machen zwischen zwei Köpfen und heute nicht einmal mehr zwischen zwei Köpfen, sondern heute hat man nicht einmal einen anderen, hätte man als Bundeskanzler, das ist ja schon katastrophal, weil es ein Einheitsbrei ist, grüne, schwarze, und Rote regieren zusammen. Also was das noch bringen soll ohne richtige Opposition. Die Linken werden nicht gehört. Die AfD ist nicht drin. Und die SP, die macht alles mit, was sie vorher in Frage gestellt hat oder was sie anders angekündigt hat. Also es kommt einem viel, viel schlimmer noch. Es gibt auch Tote, sie liefern Waffen, die Bankster und diese Fabrikanten da. Aber es ist fast noch schlimmer als mit Schröder im Kosovo und Fischer damals. Nun, Sie sehen die Sonne hier. Die progressive Sonne, die läuft hier nach rechts, ja, so, so. Und ist beinahe auf dem Jupiter im November, im September. Am 4. September sollen angeblich Wahlen sein. Was bei rückläufigem Merkur jetzt auch noch dazu kam, ist, dass endlich
Das ist auch eine Rückbesinnung. Das ist die religiöse, die seelische Rückbesinnung, die fand auch statt, dass man dem Kalifen endlich Bescheid gab, dass das kein Massaker war an den Armeniern, sondern ein Genozid. Also ich kenne eine Geschichte, da vor vielen Jahren, da hat der ein Mann, ein alter Mann, der dann inzwischen alt geworden ist, als junger Mann zugeschaut, wie seine Schwester vergewaltigt wurde und sein Bruder in die Wüste geschickt wurde, und dann ging er später nach Amerika kam zu mittlerem Wohlstand und konnte nie mehr schlafen, weil er das so schrecklich empfand und gesehen hat, was da geschah, und hat dann irgendwann zwei türkische Diplomaten bestellt wegen eines Bildes, also ein altes Bild. Er hat als Antiquar ein bisschen bescheidenen Wohlstand erreicht, und die kamen dann und dann hat er beide erschossen. Und er hat gesagt, von jenem Tag an hatte seine Seele wieder Ruhe und er konnte schlafen und träumte nicht mehr, also hatte keine Albträume mehr. Das ist nur ein Beispiel aus dem Leben, das kann man nachlesen bei James Hillman. Und einem Tiefenpsychologen aus Amerika, ein jüdischer Tiefenpsychologe, gute Ansätze hat es dort drin, wenn auch die Psychologie an sich, lassen wir das mal. Also die Frage ist, und ich glaube, jeder Astrologe, der dies anschaut, wird mir zustimmen, diese Sonne da auf Jupiter und in kleinen Bundesländern Verluste zu haben, das ist ja schon krass. Also gehen wir schnell zurück auf den 13.3. Auf den 13.3. der Wahlen in den drei Bundesländern. Und schauen uns an, was da passiert ist. Es war natürlich Sonne Sonne-Mond-Knoten, also die Wähler waren da zusammen. Der Mondknoten, die Sonne war gerade einen Tag davor über den Mondknoten gegangen und über den Mondknoten, über den Progressiven der SP. Also es ist kein schlechtes Zeichen, trotzdem hat es zu überhaupt nichts gereicht. Trotz diesem Jupiter da, die Sonne war da noch nicht drauf. Und das zeigt auch, dass nur exakte Aspekte wirken. Man kann einen Orbis denken, aber er wirkt nicht, wenn ja nur andere beteiligt sind. Gegen diesen Einheitsbrei war eine einzige Partei beteiligt, die Chancen hatte, das war die AfD, und die andere war halt ganz links, ja. Und ich glaube, die hat weniger mit den Antifanten zu tun als die SP, also die sozialdemokratische Partei Deutschlands. Dort ist ja die Sarah Wagenknecht und der Herr Gysi dabei. Also, das hat nichts gebracht. Ich stelle das noch in einen anderen Teil ein. Das hat nur Verluste gebracht. Sie sind sogar hinter die AfD gefallen, obwohl sie im Radix, also im Geburtshoroskop, ständige Wahlenkonstellation haben, Sonne, Mondknoten. Mondknoten sind die Wähler. Und sie haben allerdings auch
Mars Saturn. Hier Mars und Saturn und vor allem im Gegenbogen von Saturn steht Merkur. Also schwerfälliges Denken, schwerfällig in der Veränderung. Da war der Mondknoten mit dabei. Das war die negative Botschaft dann. Die Menschen haben, die Wähler, Mondknoten, ja, haben Nein gesagt. Merkur, Saturn. Haben verneint. Und das ziemliche eindeutige Zeichen, wie man solche Wahlen prognostizieren kann, ist hier. Da ist der Transit, also diese zweite Linie, wie immer ist der Transit die zweite. Die erste ist das Geburtshoroskop und die dritte, die rote, ist die Progression vom Geburtshoroskop. Hier ist es natürlich eine lange, also die Sonne ging nach vorne und nach also nach vorne und wieder zurück bis hierher. Und sie stand genau vor Sonne Saturn. Menschen, Männer an diesem Tag, also Sonne, Männer, das Männliche, der Tag, der exakte Tag und der Mann und das Ereignis. Also Sonne ist immer der Tag, der Tag nach, je nachdem, was über die Sonne dann geht. Und hier ging exakt am Abend, also an diesem Tag, Sonne Saturn darüber. Und zwar über diesen Sonne Saturn und über diesen Sonne Saturn progressiv der, sodass der Transitäre dann, der da wurde, ich mache jetzt Stunden, hier ist der Tag am Morgen, 8 Uhr, bis am Abend exakt war. Also nachdem man dann ungefähr wusste, was los war mit den Wahlen, ich sage jetzt mal 18 Uhr oder 20 Uhr, mache jetzt auf 20 Uhr, war dann Sonne Saturn absolut exakt. Sie sehen, wie exakt der Kosmos arbeitet. Sonne Saturn, der rote Strich hier, das ist Sonne Saturn. Sonne und Saturn, die haben die gleiche Distanz zur Halbachse, also zur Halbsumme. Und die stand auf Sonne Saturn progressiv. Und das war natürlich die große Enttäuschung, nicht im Sinne von Venus-Neptun, von Gefühlen, sondern von sachlicher Art, also man hat eine Sache verloren. Trotzdem ist es im Siebenteiler hier nicht verwunderlich, der Jupiter ist hier und der Saturn hier hat keine Aspekte. Vor der Sonne steht Mars und Uranus steht auf dem Mondknoten. Das, was die Siegerpartei über Frau Petri auch hat in ihrem eigenen Horoskop. Wir kommen dort noch dazu kurz. Und der Saturn stand auf dem Pluto von der SP, als von der sozialistischen, sozialdemokratischen Partei. Aber Mars Saturn auf Mars Saturn, das ist, da kann man sagen, zum Beispiel, wenn jemand irgendeinen Scheck erwartet, einen Brief erwartet, eine frohe Botschaft erwartet oder eben nicht, kann man sagen, wenn das morgen kommt, also Sonne Jupiter, dann sollte das. Da kann man auch Mars-Jupiter nachschauen oder Jupiter-Uranus vor allem. Dann sollte das gehen. Wenn aber Sonne-Saturn kommt und das am Tag über die Sonne, progressiv am Tag, und am Abend dann auf Mars-Saturn exakt wird, also das Transitäre, dann heißt das nicht. Also nichts, es wird nichts draus. Und dann nützt dann auch nichts, dass die Sonne so nahe beim Jupiter ist, in 1, also im
in Konjunktion. Hier sieht der Abstand ein bisschen größer aus, aber wenn ich auf 1 klicke, dann ist das eigentlich fast exakt. Man sieht es nur besser in den anderen Teilen. Ich mache wieder den 7er und werfe die Alternative hinein. Das ist da unten. Die hatte am 13. Ja, hier am 13. März 2016. Man kann ja nicht viel Exaktes sagen. Ich kann nicht einmal über den Mond referieren, weil ich die Zeit nicht kenne. Was beim SP-Horoskop anders ist, dort stimmt es. Aber Sonne, Mars, Jupiter, Venus, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, die sind doch exakt. Also da kann man kein Grad verrücken oder da könnte man höchstens eine Kommastelle da, ein paar Kommastellen verändern. Die hatte Sonne, Mars. Und das nahe beim progressiven Jupiter. Also sie hatte den Jupiter exakt noch gar nicht einmal nötig. Das ist ja schon krass, um gegen eine Jupiter-Konjunktion, also eine Sonne-Konjunktion zum Jupiter, der SP Stimmen abzunehmen. Und das hat sie gemacht, indem Venus hier auf dem Merkur der SP, das ist die SP da, das ist die SP, die rote, und das ist die AfD, progressiv. Und mit der Venus konnte sie den Merkur der Propaganda, die in den Medien lief, das war nicht an diesem Tag, die laufen viel zu langsam, die, nur der läuft schnell, nur der da, nur die dritte Linie läuft schnell. Die oberen zwei bleiben sowieso stehen. Und die hat mit dem Venus, hat sie die Propaganda, die negative Propaganda der SP positiv bespiegelt bekommen und hat das für sich übernommen. Und jetzt gehen wir angeblich, ja, was dann die SP auch noch tat, das war endlich nach vielen Jahren zuzugeben, das gehört auch zum rückläufigen Mars, dass das Massaker, das sogenannte Massaker an den Armeniern, ich glaube, ich habe das schon gesagt, dass das ein Genozid war. 1,5 Millionen Menschen getötet vom Kalifen da. Also nicht vom Kalifen, vom Vorfahren, ja, vom Osmanischen Reich. Da war ja auch ein deutscher General, der Schlüssler oder. Er war übrigens einfach auch ein deutscher General, Schellenberg, genau, war mitbeteiligt. Und die wollten ja, wie die Nazis, also die haben sich ja begeistert an Hitler. Was auch noch dazu kam unter diesem rückläufigen Mars da, der ist, ich mach mal einen Tag hier, der ist der läuft da schon rückläufig, wo die Wahlen waren, ja, konnte man nicht anfechten, es war so. Und was auch noch dazu kam, das ist gestern gewesen, das ist der Brexit. England ist als erstes Land, nein, nicht als erstes, es gab noch ein großes Land, aber mit wenig Einwohnern, Island, glaube ich, aus der EU ausgetreten und hat das vorbereitet, was ich im EU-Horoskop sage, dass sie 2017 am Ende ist, also einfach total zersplittert und nur noch aus viel weniger Ländern besteht oder ganz andere
Aufmachung bieten muss, also auch wie die SP revidiert werden muss. Und sonst gibt es sie einfach nicht mehr. Und der Euro wird ein Jahr später, 2018, durch Neptun aufgelöst, wie damals die D-Mark vom Saturn abgelöst wurde, als die Sonne auf den Saturn kam, progressiv. Aber dort hatte man schon, über Nacht flog man aus Amerika die D-Mark. Nein, über Nacht hat man die D-Mark bekommen und dann wurde sie 2000, wurde sie abgelöst. Aber man hatte natürlich schon den Euro. So ist es gewesen. Gut, hier unten, das ist die AfD. Die hat also gewonnen mit Sonne Mars und natürlich vielen anderen, oder? Das kann ich jetzt nicht auf jedes einzelne Dings eingehen, auf jeden einzelnen Aspekt. Ich habe jetzt Jupiter-Uranus eingestellt. Das ist immer der rote Strich, der kleine Jupiter-Uranus. Und transitär ist hier Jupiter-Uranus auf dem Uranus gewesen, der natürlich von Jupiter-Uranus noch also mit dem verbunden ist. Also sie hatten Jupiter-Uranus, freudiges Ereignis, Gott sei Dank Stellung, glückliche Stellung. Und am Wahltag war Jupiter und Uranus auf dem Uranus der alternativen Partei, auch vom Radix übrigens, weil das Radix der Radix-Uranus war auf dem Jupiter-Uranus progressiv, also da und hier der Transit dazu. Also sie konnten sich dann wirklich freuen, am anderen Tag war er absolut exakt und hier sieht man auch wieder, dass es der Exaktheit bedarf. Jetzt soll in Mecklenburg-Vorpommern und an anderen Orten am 4. September sollen Wahlen sein und wenn ich mich nicht irre, am 9. oder warten, bis mein Gedächtnis es hergibt. Das ist 3 Uhr morgens, da kann man ja also noch nicht viel erwarten. Ja, da geht wieder die Sonne auf den Mondknoten, wie Sie sehen, am Tag. Also da ist wieder ein Wahltag, 4. September. Hier haben wir 15 Uhr so. Und diesmal hat die AfD sogar hier unten progressiv Sonne Mars auf Jupiter. Und die SP hat Sonne auf Jupiter. Also das nimmt mich jetzt wunder, ob sie diesmal etwas daraus machen kann oder ob sie diesem Sonne Mars Jupiter, also Mars Jupiter ist ja die Siegerachse und jetzt kommt die Sonne dazu. Der Inhalt oder die Person, also die Personenausstattung, die Personen, die das vertreten, den Inhalt kommt hinzu und das natürlich den ganzen September. Also das soll dann am 4. September in Mecklenburg-Vorpommern soll eine Wahl sein, habe ich im Internet gelesen. Und am 13., wenn es richtig ist, am 13., am 11. September in Niedersachsen und am 18. September in Berlin. Also da wird diese Konstellation noch sein und zwar noch genauer.
Und hier beginnt sie am 4. September mit der Sonne-Mond-Knoten. Das sind ja wieder die Wähler und der Tag der Wahl. Also der Tag ist die Sonne und die Mondknoten sind die Wahlurnen, die man da alle 5 Jahre mal einwerfen darf. Und hier, wie gesagt, hat die SP auch eine gute Konstellation Sonne vor Jupiter. Auch noch nicht ganz drauf, aber das sollte reichen. Und die Alternative für Deutschland, die hat den Jupiter gleichzeitig auf der Sonne. Also besser geht es ja nicht. Wenn man Sonne Jupiter hat, progressiv hier unten, Mars dabei, den Kampf, und auf der Geburtssonne, das ist die Alternative hier, das da, die zweite Linie, und auf der Geburtssonne den transitären Jupiter, wie er auch immer diese Geburtssonne jetzt steht, ob sie ein bisschen hier mehr so steht oder mehr auf Pluto, also das Jupiter Pluto ist sowieso Macht, oder? Und Jupiter Chiron ist eigentlich das Gegenteil, Opfer bringen, sich selber heilen oder andere heilen. Und der Jupiter ist hier auf jeden Fall, wie auch die Zeit der Gründungszeit wäre, auf der Sonne der AfD. Also, wenn man dann Jupiter Uranus anschaut, dann ist, hat sie die SP hier, die Halbsumme, hier und die AfD hat sie hier. Und der Transit von Jupiter Uranus, da ist Jupiter, da ist Jupiter auf der Sonne von der AfD und der Uranus daneben. Und Merkur Pluto ist sowieso eine Stellung der AfD in anderen Teilen. Und Jupiter Uranus ist hier vorne. Das können wir nochmal in 12er anschauen. Hier ist Jupiter Uranus auch beim Chiron. Und bei der SP ist es bei der Klage der Ceres. Und die Sonne ging schon über den progressiven Jupiter wieder drüber vor den Wahlen. Und die AfD hat den Jupiter beinahe am Widerpunkt auf dem Merkur der SP und geht auf den Pluto und Mondknoten der SP. Aber so eng darf man die nicht verquicken. Man darf nur sehen, was saugt der eine dem anderen ab. Und da hat es allerhand, aber darauf kann ich nicht eingehen, weil das diese Konvertiererei von den Videos, das geht eine Stunde oder noch länger und das ist mir einfach zu viel. Ich möchte das kurz machen. Also die SP hat sogar im Zwölferteiler hier oben, im Zwölferteiler, hat sie sogar den Mondknoten auf Jupiter Pluto. Und sie macht da, das ist Macht, Jupiter Pluto. Das ist Macht, aber sie macht das, sie macht ihre Macht, statt mit Inhalten, mit, ich sage jetzt mal, mit großer Gosche, wie der Stegner, der einfach diffamiert, die AfD diffamiert, und ist ja immerhin der Vize-General da hinter dem Gabriel. Und die haben Konzepte, die einfach, man merkt das, also das, ich habe das nicht aus einem Video oder irgend so, sondern immer wieder kommen Dinge vor und obwohl diese Dinge vorkommen, wird es verharmlost und es kommen Dinge vor mit diesen Gruppen eben, den Antifanten, ob das nun im Studio ist, im TV-Studio oder auf offener Straße, Dinge vor, die einfach in einer Demokratie unmöglich vorkommen dürfen.
Also dieser Einheitsbrei, diese eine Partei Schwarz-Rot-Grün erlaubt sich furchtbare Schabernackel, also Kristalldrogen, und das wird dann einfach verschoben, gut unter Maß, unter dem rückläufigen Maß gehört auch das noch dazu, also die Verschiebung der, wie den Brexit, das ist keine Verschiebung, das ist jetzt endgültig, hatte aber während der ganzen Zeit ein Hin und Her hinter sich, und ein AfD-Mitglied-Ausschluss wurde auch verzögert von einem, der angeblich antisemitische Sätze, man hat halt angeblich antisemitische Sätze gefunden, ob dem so ist, weiß ich nicht, dann muss man den ausschließen, wenn es so wäre, also wenn es krass wäre, meine ich, und krass genug. Weil man kann ja nicht bei jeder Gelegenheit die Nazi-Keule schwingen. Es sind genug Nazi auch in den Dienst nach Jerusalem gegangen, ja? Atombomben bauen und so weiter. Also da müsste man dann schon mal fragen, wo beginnt und wo endet diese dieses Fahnenschwingen mit dieser Keule. Nun gut, das ist nicht mein Problem. Es wäre einfach nicht richtig, wenn der wirklich Bösartiges oder sogar Dinge bestritten hätte oder so. Das wäre dann schon das. Das würde dann schon reichen, dass man einen Ausschluss nicht erwägen, sondern durchziehen müsste. Nun gut, ich habe gesagt, Saturn Uranus da, mache nochmal die Jahre, dann höre ich auf. Von der SP, schauen Sie dorthin, hier, hin, hier, hier, hier. Das bedeutet, dass Sie in den nächsten 4 Jahren und vor allem im vierten Jahr, wenn Sie es nicht jetzt macht, reformiert, dann muss sie dann dort wahrscheinlich nicht mehr renovieren, sondern kommt dann noch über 5,5% oder vielleicht 5,6% sogar und kann dann auf diese Weise in der Opposition sein, weil die AfD wäre dann sonnengleich übereinander. Was heißt, dass die sich dann direkt begegnen am selben Ort? Also, dass die AfD dann auch im Bundestag ist. Gut, ich könnte Ihnen noch ganz eine Menge solche wichtige Halbachsen einstellen, aber es reicht eigentlich, wenn ich Ihnen zeige, also im 10er 36 haben Sie so eine Merkur am 4., wenn die Wahlen begingen, Jupiter Saturn, sehr schön, und Jupiter Pluto, die Machtachse, exakt auf der Venus. Also ich weiß nicht, wer da noch etwas dem entgegenzusetzen hat, außer eben diese Altparteien, die halt ihre, die halt eine Masse sind, natürlich. Und Jupiter Pluto im Transit, das ist die dritte Linie hier. Wo ist denn hier? Dieser rote Strich ist bei der AfD auf der Venus, MC weiß ich nicht, stimmt nicht, und auf der progressiven Sonne und Merkur. Also was will man noch mehr? Wenn ich noch den Siebener einstelle, der ja größer ist als der Zehner, nur so schwer zu berechnen im Kreis, dann sieht das auch gut aus, weil der Mars sogar auf dem Radix-Jupiter der AfD steht. Also Mars-Jupiter ist immer
die Siegerachse, also immer. Und die Sonne steht auf der Venus und auf der Wahl, auf dem Wahlmondknoten der AfD. Also besser kann das gar nicht sein. Der Jupiter ist in diesem Kreis schon überlaufen. Den brauchten sie damals im März. Damals war das im März so. Und jetzt ist es auf der progressiven, auf dem progressiven Jupiter, der Mars da unten da, ist auf dem progressiven Jupiter und die Sonne auf der Radix-Sonne, Venus. Und der Mars nicht auf dem progressiven Jupiter, sondern der progressive Mars auf der Radix, auf dem Radix-Jupiter. Und die Sonne auf dem Radix-Venus und Radix-Mondknoten, die Wähler. Und Jupiter-Pluto ist wieder bei der SP auf Jupiter. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Aber das sind ganze Faktoren hier. Und das ist eine Halbsumme. Also sie wirkt genau halb so stark. Und hier Jupiter-Pluto steht auf dem Pluto der SP. Könnte wieder eine Absauge Konstellation sein, dass sie wieder von der SP profitiert. Nur es gibt verschiedene Teiler noch, die sehr relevant sind und wie gesagt, da ist der Jupiter auf dem Wahlmondknoten der SP, das ist ungünstig für die SP, wenn der AfD Jupiter dort sich befindet. Aber ich würde sagen, diesmal machen sie doch auch einige Punkte, also die SP. Also diesmal werden sie nicht so viel verlieren. Wer diesmal verliert, das besprechen wir ein andermal. Also, ich hoffe nicht, sondern ich nehme an, dass die SP, also das hat sie hier auch nicht benutzt, den Mondknoten, als er exakt war auf Jupiter-Pluto. Das war auch damals im März, also das ist natürlich immer noch der Fall, er ist immer noch ungefähr, aber es ist wenig dabei herausgekommen, das heißt, es sind Verluste entstanden. Gut, vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf ein andermal. Vielleicht.